Wer ab Dienstag mit dem Flugzeug nach Deutschland einreist, muss dann einen negativen Corona-Test vorweisen. Ursprünglich sollte die Testpflicht bereits diese Woche in Kraft treten. Nun wurde sie verschoben. Und da das ja schon eine sehr klare Ansage ist, wer keinen negativen Test hat, wird nicht mitgenommen. Und das ja eine entsprechende Folge hat für die Flugreisenden, geben wir etwas länger Zeit, also bis Montagnacht, damit in den Ländern, wo es keine Teststruktur gibt, die Fluggesellschaften auch tatsächlich das Testangebot vor Ort noch organisieren können. Die neue Vorschrift gilt unabhängig von der Corona-Lage in dem Land, aus dem jemand nach Deutschland fliegt. Der Test darf frühestens 48 Stunden vor der Einreise gemacht werden. Die Kosten sollen die Reisenden selbst tragen. Nur bei Vorlage eines Negativtests dürfen die Airlines die Passagiere an Bord lassen. Andernfalls droht ein Bußgeld. Es ist mittlerweile so einfach, die Tests zu machen, dass wir sollen einfach keine Gefahren mehr eingehen. Und von daher bin ich völlig okay damit. Für uns ist es sehr wichtig, dass endlich mal gewisse Normalität zurückkehrt in unser Leben. Und ich denke, dass so etwas wie Testen mit einem kleinen Stäbchen nun wirklich keine Herausforderung darstellen sollte. Es muss doch aufgeteilt werden, wer aus der roten Zone und wer aus der grünen Zone kommt. Es darf doch nicht sein, dass die Reisenden so viele Kosten tragen müssen. Und dazu ist man verpflichtet. Also ich halte es für wahnsinnig. Wer positiv ist, muss im Reiseland nach den dort geltenden Vorschriften in Quarantäne. Die Kosten dafür muss er oder sie in der Regel selbst tragen.